Morgen, es ist Samstag, der 3. Oktober. Die Sonne kämpft sich durch. Es ist frisch morgens. Ich muss definitiv meine Handschuhe wieder rausholen. Zumindest für morgens und zum Gassi gehen. Also für die große Runde Gassi gehen. Also. Noch so ein bisschen neblig ist und alles noch so ein bisschen feucht glitzert und so. Ist echt schon schön. Herbst ist sowieso die schönste Jahreszeit, finde ich. Und Oktober der schönste Monat, ehrlich. Und das sage ich nicht nur, weil ich Geburtstag habe. Warum? Ich bin heute schon wieder erst um 7:30 aufgestanden. Momentan ist zum Verrücktwerden. Eigentlich, da war es wieder. Das Wort eigentlich. Gestern dachte ich mir noch so, könnte es morgen eigentlich mal wieder laufen gehen. Das ist ja schon wieder lange noch her. Dann habe ich den Wecker heute Morgen gehört. Und ich kann nicht sagen, ob ich ihn ausgeschaltet habe oder ob er irgendwann von alleine aufgegeben hat. Jetzt bin ich dann um 7:30 wach geworden. Naja, ganz so schlimm finde ich es jetzt auch nicht. Aber ja, es fühlt sich so an, als wenn man halt was nicht geschafft hat, was man eigentlich schaffen wollte. Und das ist immer doof, wenn auf der To-Do-Liste was stehen bleibt. Eichhörnchen gewesen. Das sieht man jetzt nicht, ne? Schade. Ich habe es Rascheln gehört. Ich denke, nur auf Eichhörnchen stehe, gucke ich ganz besonders. Aber schon ewig kann es gesehen. In Wiesbaden waren ganz viele Eichhörnchen. Da haben wir mindestens eins immer gesehen, jeden Tag. Wenn wir zu Gassi runtergegangen sind. Da waren überall welche auf den Bäumen, aber hier im Wald habe ich lange keines gesehen. Naja. Jedenfalls habe ich mich dann lieber ans Video gesetzt von gestern und habe die Beschreibung noch dazu geschrieben und habe das dann auf YouTube geladen. Ich hoffe, das ist jetzt beim Verarbeiten. Achso, und im Video vom 2.10., also ein Video von gestern. Es fühlt sich immer noch komisch an, weil ich nicht ganz auf dem Laufenden bin. Auf jeden Fall im Video vom 2.10. ist was Neues. Nämlich der Snap des Tages. Das werde ich nicht jeden Tag machen, weil jeden Tag habe ich auch keine lustigen Snaps. Oder Snaps, die sich vielleicht sehen lassen. Aber wenn, dann spiele ich sowas ein. Und da das die Snaps ja immer hochkant sind, also ich nehme die hochkant auf. Ich finde Hochkant-Video immer noch sehr merkwürdig, aber bei Snapchat ist es irgendwie, ja, ist nicht wirklich Video, finde ich. Also für mich so ist so ein eigenes Format, mehr oder weniger. So ein Snap halt. Ja, blende ich die eine Seite ein und auf der anderen Hälfte vom Bildschirm ist dann der Snap des Tages und ich halt immer noch auch schon nach dem Eichhörnchen. Steht dann Snap des Tages und ist das Snapchat-Profilbild, womit man mich adden kann. Ansonsten finde ich aber allerdings Beam momentan viel spannender. Hier war ein anderer Stock jetzt. Ich weiß auch nicht. Beam ist spannender geworden. Und auf Snapchat sind in letzter Zeit so viele, ja,
Marketing-Fuzis unterwegs. Also haben mich letzte Zeit viel geaddet und ich adde dann ja erstmal zurück, um zu gucken, wer das ist und was sie machen. Und es sind so Marketing-Fuzis, wobei nichts erstmal gegen spricht, weil mehr oder weniger mache ich ja im Nebenjob dasselbe noch. Also noch im Nebenjob, aber also mache ich ja dasselbe. Aber da sind so Leute dabei, Leute, die ich eventuell auch schon, also mit den einen oder anderen vielleicht auch schon länger kenne, aber die haben für mich so gefühlt den Stock so tief im Arsch, die kriegen sich nicht locker bewegt und können nicht irgendwas Lockeres machen in Snapchat, da weiß ich nicht, das ist alles, es fühlt sich bei denen alles so gestelzt an. Und ich meine, ich bin schon nicht mehr die Zielgruppe oder die User, gehöre schon nicht mehr zur Standard-User-Gruppe von Snapchat, altersmäßig. Aber die sind halt noch weiter raus. Und ja, irgendwie fühlt sich das auch so an. Ich nehme das denn nicht ab. Sondern es fühlt sich so an, als wenn die es nur machen, ja, da ist was, das müssen wir jetzt auch noch bespielen oder so, keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht, aber es sind dann immer, irgendwie fühlt es sich an, als wenn die Plattform dann anders ist oder sich verändert und dann macht es halt irgendwie nicht mehr so einen großen Spaß. Jedenfalls gibt es dann ab und zu den Snap des Tages. Wenn es sich lohnt, wenn ich finde, dass es sich lohnt. Ja, bei Beam geht das leider nicht. Bei Snapchat kann man ja seine hochgeladenen Bilder oder kurzen Videoschnipsel da praktisch runterladen aufs Telefon. Bei Beam geht das nicht. Vielleicht könnte ich bei Beam die Reaction des Tages einblenden. Das wäre vielleicht auch ganz witzig. Mal sehen. Aber dafür müsste ich mehr Reactions kriegen. Also wer Beam nicht kennt, der muss es hier anschauen. So. Momentan gibt es das nur noch für iOS, aber Android-App ist irgendwie in der Mache. Die ersten Beta-Tester sind wohl schon unterwegs. Irgendwann kriegt man so einen Social-Media-Burnout wahrscheinlich. Es werden irgendwie immer mehr Plattformen und jede Plattform oder App oder wie auch immer hat so ihren eigenen Reiz und überall spielt man so ein bisschen mit. Und dann sammelt sich immer mehr an. Dann muss man wahrscheinlich aufräumen und sagen, okay, hier, Snapchat. Fällt jetzt raus und jetzt nur noch Beam oder nur noch mein Vlog. Das ist mir auch immer so. Nimmst du gerade ein Snapchat auf, denkst du, ja scheiße, wäre auch fürs Vlog gut gewesen. Nimmst du gerade einen Vlog auf und hättest du auch gerne ein Snapchat gezeigt, kannst es aber nicht hochladen. Wäre vielleicht auch ganz witzig gewesen und ja. Ein Teufelskreis. Kann man sich den Brustkorb oder die Rippen verrenken? Oh, immer wenn ich den Stock vom Hund werfe, tut's hier so weh. Ja. So, als wenn man sich halt verrenkt hat. Merkwürdig. Oder nur Alterserscheinungen. So wie gestern. Wo ich mich... Was gestern war, wirklich ein komischer Tag. Ich habe mich wirklich kaum an irgendwas erinnert, was den Tag davor war. Schon gesagt, zum Glück nehme ich alles auf Video auf. Kann ich mir das nochmal angucken. Weiß ich wenigstens, was ich gemacht habe ungefähr. Nicht, dass es so erste Erscheinungen von Demenz sind. Ist Demenz vererbbar? Mein Opa hatte Demenz, ganz schlimm. Will man nicht haben. Ganz schreckliche Krankheit. Heute ist ja der 3. Oktober. Feiertag also. Da es ein Samstag ist, habt ihr halt Pech gehabt. Müsst ihr ja so oder so frei. Ich muss ja auch so oder so arbeiten. Und ich habe das ja letztens schon erzählt, dass ich sonntags immer so ein bisschen lethargisch bin. Und an Feiertagen
Ja, Feiertage sind ganz normale Tage für mich, weil ich halt schon lange in der Gastronomie arbeite und immer an Feiertagen arbeiten muss. Von daher ist es immer, ich weiß oft gar nicht, dass Feiertag ist. Gestern wollte ich zum Beispiel, es gibt so ein Smoothie von True Fruits mit Kurkuma. Habe ich das gestern im Vlog erzählt? Gott, oh Gott. Und im Skymarkt gibt es True Fruits Smoothies. So ein paar jedenfalls. Und ich, wie gesagt, ich wollte ihn probieren und wollte eigentlich hin. Und dann habe ich mir überlegt, ach, guckst du mal erstmal im Edeka? Dann kommst du eh vorbei, wenn du zur Arbeit gehst. Ich hatte nämlich keine Lust, extra loszufahren zum Sky, der liegt mir nicht auf dem Weg. Guckst du erstmal im Edeka, da gibt es das ja vielleicht auch. So, entweder gibt es die da nicht oder ich habe die nicht gefunden. Aber da waren sie jedenfalls nicht. Da habe ich gedacht, naja, egal. Gehst du morgens zum Sky. Und heute, früh, fällt mir halt auf, oh Scheiße, 3. Oktober, Feiertag. Sky hat nicht offen. So ist das mit mir und den Feiertagen und Wochentagen. Ich weiß das immer nicht. Ich muss wirklich fast jedes Mal nachgucken, was von Tag gerade ist, wenn ich es morgens hier frühest im Video sage. Ich weiß das halt ganz oft nicht. Ist immer witzig. Dieser Punkt da entsteht, weil man gegen die Sonne filmt und diese Reflexion da halt auftaucht. Sauer. Jetzt könnt ihr mal gemacht, wenn das mal kam. Sauer. Herbst ist sowieso der schönste Monat, finde ich. Und Oktober. Herbst ist sowieso der schönste Monat. Toll, Tier.